Die Energie, die du bekommst, weil du merkst, du bewirkst etwas, du merkst, deine Ideen, die gehen auf, du hast es richtig umgesetzt, vielleicht oder grösstenteils richtig umgesetzt, die Leute nehmen es an, das gibt dir eine wahnsinnig gute Energie als Personal, wenn du merkst, die arbeiten mit. Aufgewachsen bin ich in der Nähe von Rapperswil, Kanton St. Gallen am Zürichsee, in einem ziemlichen Bauerndorf, das heisst Ernetschwil. Ich habe dann während der Kantonsschule angefangen, schon in der Gastronomie zu arbeiten, ein bisschen nebenbei zu jobben, im Service. Das hat mir ziemlich Spass gemacht. Ich habe dann die Kantonsschule beendet und bin dann nach der RSA an die Uni, habe ein bisschen studiert, bin aber immer in der Gastronomie geblieben, weil mich da irgendwie immer fasziniert hat. Und habe dann relativ überraschend, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen ist, die Gelegenheit bekommen, Segen zu übernehmen. Die Chance habe ich müssen packen, weil ich Segen schon lange kenne. Ich kenne die Stadt schon lange. Ich bewege mich schon lange in dem. Es war immer ein bisschen wie ein zweites Zuhause für mich. Und darum war es für mich eine grosse Chance, eine Gelegenheit. Und die habe ich mir ergreifen. Mir war es bei der Einrichtung des Segers wichtig, grundsätzlich eine Gemütlichkeit zu schaffen, wo man sich wohlfühlt mit den Materialien, mit den Farben. Sehr wichtig ist mir zum Beispiel der grosse Tisch, wo ich gerade dran sitze, weil ich wollte so eine Begegnungszone schaffen für Leute, die auch einzeln unterwegs sind. Mir war es auch wichtig, auch im Food-Bereich und im Getränkebereich persönliche Noten reinzubringen. Das ist zum Beispiel unser Segerburger, wo ich mega stolz drauf bin, weil wir wirklich das Fleisch selber machen. Ich bin ein Typ, der schon immer Verantwortung übernommen hat oder immer hat Verantwortung übernehmen. Also ich habe nie irgendwie, mich wohl gefühlt, wenn ich Dienst nach Vorschrift gemacht habe. Das ist mir immer schnell langweilig geworden. Der Punkt ist eben, du kannst natürlich die Selbstverwirklichung oder deine Ideen umsetzen. Grundsätzlich kannst du natürlich nicht in jeder Konsequenz. Oder du musst Rücksicht nehmen auf Kundenbedürfnisse. Ich habe das Gefühl, ich kann mich gut in Menschen hineinversetzen. Aber jetzt gerade, wenn es um Ideen umsetzen gegangen ist, im Restaurant auch, von der Konzeption und von der Einrichtung. Dort habe ich es wirklich Schritt für Schritt lernen können, annehmen, dass vielleicht eben die Idee, die ich habe, eben gleich nicht die richtige ist. Oder? Und müssen objektiv bleiben und mir die Gründe auch anhören und sie nicht einfach von vornherein einfach abtun, weil ich denke, nein, meine Idee ist die richtige und ich weiss doch, wie sie ist. Ja, eben, aber schau mal, los, ist gut. Da können wir auch bieten, aber meint ihr, es ist dasselbe, oder? Du hast in der Gastronomie, das ist völlig normal, wenn es so läuft wie sollte, dass du ein-, zweimal am Tag, also jetzt vor allem das Servicepersonal, vielleicht noch mehr als ich, extreme körperliche Stresssituationen hast. Mittagsservice zum Beispiel, wo einfach alle Leute gleichzeitig kommen, schnell, wenn du fertig sind, oder? Und wo du wirklich musst rennen musst. Wo ich, wenn ich mit den Gästen halt, Gästen platziere, ein bisschen kommuniziere, grundsätzlich auch ein bisschen mitbekomme, weil ich das Personal unterstütze. Aber natürlich nicht so wie das Servicepersonal. Aber das ist eine körperliche Stresssituation. Wie ausbrichst du? Kannst du bleiben? Raus! Junge Baby! Und ein wenig! Und dann hast du die psychischen Stresssituationen, die für mein Empfinden jetzt viel Stress, also viel belastender sind, viel dich länger verfolgen, weil der Stress von einem Service, der ist irgendwann vorbei, oder? Das ist irgendwann halb zwei und dann ist es vorbei. Die psychischen Stresssituationen, die verfolgen dich noch, also die nimmst du mit, die nimmst du vielleicht auch mit heim und die lässt dich dann nicht los. Das Credo ist für mich, sowohl für mich selber als wie ich es auch am Personal weitergeben will, glaube an das, was du machst oder hab Freude an dem, was du machst. Du verbringst den grössten Teil von deinem Leben mit Arbeiten. Und darum ist es für mich etwas extrem Wichtiges, dass du das wirklich eigentlich im Idealfall liebst, dass du wirklich am Morgen eigentlich mit Freude kannst arbeiten. Das ist genau das, was ich natürlich für mich will, für mein eigenes Glück, aber wo ich probiere, am Personal
auch weiterzugeben und auch den Gästen zu zeigen. Oder darum haben wir unser Schlagwort ist «The Believer» oder «Be a Believer». Glaube in das, was du machst. Glaube in die gute Energie, die du kannst weitergeben kannst. Glaube in den Laden, wo du schaffst, in das Geschäft, in die Idee. Probier dir hineinzugeben und eben glaub daran. Es soll fast so ein bisschen religiös überkommen. Es ist wirklich so eine Religion, weil du eben so viel Zeit vom Tag mehr als mit deiner Familie verbringst im Geschäft, oder? Und darum muss es etwas sein, wo du kannst daran glauben, wo du jeden Morgen kannst aufstehen und sagen, wow, geil, komm, jetzt gehen wir und machen noch mehr. Und wenn das dem Personal kannst überbringen, das ist natürlich dann das Perfekte, weil das merken dann Gäste. Und dann werden auch die Gäste belieber.